also der war mal richtig cool gemacht. Da hat sich jemand richtig was einfallen lassen. Ist ja, also ich bin ja jetzt gerade jetzt am Anfang, aber es ist sehr selten. Und ja, jetzt gehen wir zu einem anderen, der aber seit diesem Jahr, Anfang diesem Jahr, nicht aufzufinden ist. Mal schauen. Was ich aber noch zu dem Thema sagen wollte, weil ich habe einmal jetzt mitbekommen, dass man sowas nicht erzählt und so weiter. Ich denke mal, viele meiner Zuschauer kennen dieses Hobby gar nicht, Geocaching. Und ich zeige zwar vielleicht, was drin ist, aber ich sage ja nie, wo ich bin oder wo, wie, was. Also keine Sorge, bleibt alles geheim. So, weiter geht's. Großes dran. Diego, bitte hier. Der letzte war jetzt hier versteckt zwischen Wohnhäusern und so. Man fühlt sich etwas beobachtet. Aber ich habe es vorsichtig wieder weggelegt. Und ja, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Also hier sind noch mehr, aber wir sind jetzt, glaube ich, schon, was haben wir jetzt? 14 Uhr. Wir sind jetzt schon knappe 3 Stunden unterwegs und wir brauchen von hier jetzt bestimmt noch mal 1,5-2 Stunden nach Hause. Weil der ganze Strand und so, das ist schon noch ein Stück. Und also wie gesagt, in die Richtung geht es noch weiter. Wir gehen jetzt aber wieder in die Richtung. Und dann werden wir das nämlich nächste Woche, wir sind ja noch ein bisschen hier, ne? Ich muss jetzt nicht alles an einem Tag abrattern. Da vorne soll es wohl auch Flamingos geben, aber heute ist ja leider so ein bisschen bewölkt. Deswegen haben wir noch nichts gefunden und nichts gesehen. Komm hier, Minimaus. Ja, und dann entsprechend laufen wir die Tage noch mal hier ein bisschen rum. Gucken uns das alles an. So, wir haben es geschafft. Also, ja, noch nicht geschafft bis nach Hause, aber durch die City sind wir gelaufen. Das war echt mal sehr angenehm tatsächlich. Also irgendwie auch traurig, weil es war ja sehr, sehr wenig los. Also es ist wie hier. Einfach nichts, ne? Hier läuft auch kein Schwein. Wenn du mal 3 Leuten begegnest, ist das viel. Dafür, also es waren auch ein paar Restaurants auf, Bars. Und da duftete es so gut und ich habe nur 10 Euro mit und keine Mascherilla. Naja, und ich habe ja die Hunde dabei und so. Naja, jetzt genießen wir das hier. Eine Promenade, da hinten ist das Meer, dahinter. Wir sind überall, ja hier, hier ist zufällig keiner, aber das hier sind Ecken, wo Duschen sind. Im Sommer, also da hinten, die sind noch auf, aber hier nicht. Hier sind schon zugekappt. Ja. Schaut euch diese Wolken an, sind die nicht der Hammer? Gut, bis auf das da, ne? Da. Aber gut. Wow. Auch hier sieht es jeden Abend anders aus. Wahnsinn. Sieht aus wie gemalt. Wellen. Aquarell.
Guckt euch das an, wie schön. Rosa. Schöner Himmel gestern, ey. Wahnsinn. Also der hat sich minütlich, hat er sich noch verschönert. Wunderschön. Alle standen draußen, haben gefilmt. Naja, jetzt gehen wir unsere Morgenrunde. Und ja, ich wollte mich bedanken bei dem lieben René für seine Spende von meinem letzten Video, wo ich beim Tierarzt war. Vielen lieben Dank, das hilft mir sehr. Und ja, sammle ich meine Hundis mal ein und dann gehen wir mal ein bisschen... Karamba hier, mal ein bisschen blitzen. Da kommt er einfach hier geflogen. Das macht bestimmt mega Spaß. Auch mal von zwischendurch. Wir haben jetzt ein bisschen gebräunt wieder. Ich bin ein bisschen weiß geworden. ja, ist schon ein bisschen brauner jetzt und ich bin frisch geduscht. Vorne sind ja die Strandduschen noch offen hier. Das ist sehr praktisch, auch wenn es kaltes Wasser ist, aber heute ist es schön und ich glaube, ich habe gehört, die nächsten Tage kommt wieder extremer Wind und Sturm. Schön für die Surfer hier. Naja, gut, ne? Aber ja, jetzt haben wir alles sauber wieder. Ich bin sauber, Wohnmobil ist sauber. Und ja, Minimaus. Die ist so süß. Ja, jetzt wird erstmal Siesta gemacht, ne? Wir haben Samstag. Alles entspannt.
Heyo Friends. So, der Tag ist schon, hat schon gut begonnen, sag ich mal. Ihr seht, ich mache mir gerade eine Pizza. Jemand wollte ja noch mal sehen, wie ich das mache, beziehungsweise wie dieses Ding funktioniert. Dann erkläre ich das jetzt noch mal ganz genau. Ich habe es natürlich jetzt schon aufgebaut, habe ich wieder vergessen, ne, wie das auch immer ist. Das Ding kommt in so einem Karton. Und das ist der Coleman-Ofen. Der ist also eingeklappt in der Form. Und dann klappt man den einfach aus. Also hier, das ist einfach auszuklappen. Deckel hoch, den Boden runter mit einer Anzeige. Und ja gut, hier bei mir ist jetzt schon der Knopf weg, aber das ist nicht schlimm. Ich habe einen Magneten reingemacht. Ja, und dann sieht das so aus, dass da die Pizza schön drin backen kann. Brot, Brötchen, da kann man alles normal mit backen, was man normalerweise im Backofen macht. Ja, und also so eine Pizza, ich habe die jetzt im Tiefkühlfach gehabt, die ist in 10 Minuten fertig, eine andere Pizza 7 Minuten, also das ist, das geht schnell. Der ist nämlich super schnell heiß, aber genauso schnell ist er auch wieder abgekühlt, also 10 Minuten danach kann ich den wieder einpacken und wegpacken und super. Also für mich auf jeden Fall der beste Ofen, weil Omnia und so, sowas habe ich nicht, habe ich immer gedacht, brauchst du nicht. Kann man bestimmt auch was machen, aber da es bei mir immer schnell gehen muss. Und auch ich kein Loch in der Mitte haben möchte, von Pizza bis Kuchen und so weiter, ist das das beste Teil. Also ich zeige euch den nochmal genau. Ja, so sieht's aus. Ganz einfach auf die Gasflamme. Ich weiß nicht, ob der auch mit Dings funktioniert, das muss man hier sehen. Weiß ich nicht, kann man nicht sehen, ob der auch auf Ceranfeld funktioniert. Aber gut, wer hat schon Ceranfeld, ne? Guten Morgen, Satzbär, liebe dich. Geh mir eine Patata von mir. So, ich habe gestern mal so einen Sonntag-Offline-Tag gemacht. Das tat mir auch ganz gut. Mal nur mit meinen Hunden und mit niemandem sonst gesprochen. Einfach nur für mich den Tag genossen. Mit meinen Hunden natürlich. Ja, jetzt sind wir, wie ihr vielleicht schon wieder gesehen habt, schon wieder im Hafen dieses kleinen Örtchens, weil ich bekomme demnächst ein kleines Paketchen. Und ja, darauf muss ich jetzt warten. Und morgen kommt eh wieder Wind, habe ich gehört. Und dann werden wir ein kleines Stückchen weiterfahren und dann wieder zurückfahren demnächst, wenn es dann angekommen ist. Aber das habe ich jetzt gerade geregelt, dass es hier ankommen darf. Ja, gut. Ich wollte noch irgendwas sagen. Das habe ich vergessen. Hey Friends. So, da bin ich gerade zurück. Bin hier am Saubermachen, Hundefrühstück und so weiter. Kommt die Nachbarin und ähnliche Statur wie ich. Bisschen älter und größer. Und schenkt mir einfach ihre Klamotten. Voll geil. Guck mal. Das ist so ein... Ja... Onesie, keine Ahnung, wie man das nennt, auf jeden Fall ein Anzug. Dann hier noch eine kurze Buchse. Also nicht ganz so kurz wie die normalen, die ich sonst immer habe, wie diese hier. Aber passt wie angegossen. Alles passt wie angegossen. Und noch diese Hose. Das ist so eine Flatterhose, die ich ja auch super gerne anziehe im Moment. Jo, das ist ja cool. Das passt wie angegossen. Und ja, dann kann ich das hier direkt jetzt anlassen und mal ab nach draußen in die Sonne. Wir sind, also ihr seht nichts, aber wir sind unterwegs. Tada, Lidl-Parkplatz. Weil einkaufen, Wäsche waschen,
Für die Hundis auf jeden Fall ganz viele neue Sachen kaufen. Ich habe nicht alles gekriegt, deswegen muss ich gleich noch mal irgendwo anders stoppen. Wäsche waschen. Fürs Auto wollte ich noch zum Baumarkt. Da muss ich ein Stück fahren. Wir wollten aber heute eh eine halbe Stunde. Von hier ist noch ein Plätzchen. Da stand ich schon mal. Da kann man jetzt auch, denke ich mal, den Tag noch verbringen. Den Rest, wenn ich alles schaffe heute. Also es ist einiges los. Wir sind lang, also viel unterwegs heute. Und dafür, dass es nur irgendwie 37 Kilometer sind. Aber diese ganzen Stops und so und Wäsche waschen dauert ja wieder länger. Ich habe noch für jemand anders mit eingekauft. Jetzt bin ich platt schon, ey. Und wir sind gerade irgendwie anderthalb Stunden unterwegs. Und ich habe gerade mal zwei Sachen geschafft. Meine Gasflasche ist nämlich auch leer. Jo, also weiter geht's.